Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU Software. Diesmal bei GNU Funst. Werden wir Wayland zuerst auf dem Desktop nutzen können? Oder wird uns zunächst Rebecca BlackOS auf dem Telefon begegnen? Schaltet ein und findet raus, wer von wem in 0AD zur Schnecke gemacht wird. Plus Musik konvertieren mit Soundconverter und taggen mit IDD3. Und so viel mehr den ganzen Monat hier bei GNU Funst. Ah, ich schon letzte Woche drehen. Willkommen zu GNU Funst. Uns beide gibt's heute in dritter Potenz zur achten Folge. Wir werden so ein bisschen freie Künstler nochmal vorstellen, wir werden so ein bisschen was anzocken heute und wir fangen wie immer an mit der Distribution des Monats. Genau, und das ist diesmal Utuntu XS, das ist eine freie Gentoo-basierte Linux-Distribution. Die so lange zum Booten braucht, dass wir sie schon mal vorgebootet haben. Ja, genau. Wie ihr sehen könnt, ist es ein KDE, zumindest so die Reste, die noch erkennbar sind davon. Ja, wir haben auch schon ein bisschen versucht, auf Deutsch umzustellen, aber ihr seht immer noch ein paar Sachen, die sind nicht übersetzt. Und wir gucken mal rein, was an Gentoo sonst noch so übrig geblieben ist in diesem System. Jetzt muss ich mal gucken, wo ein Terminal finde. Finde ich hier irgendwo ein Terminal? Ich war vorher woanders, ne? Ich weiß nicht, wo du vorher warst. Aufklappterminal, nimm mal den. Mhm. Ah, der will leider nicht. Nee. Ah, doch, da ah, kommt doch. Er. So. Ah, ja. das ist aufgeklappt sozusagen, ja. Emerge Info, oder? Ja. Mhm. Da kann man dann auch erkennen, welcher Kernel, welche GCC-Version. Genau. GCC-Version wurde benutzt. 4.5.3. Ja, schon älter, das ist hinter Gentoo zurzeit. Beim Freischalten kommt man Linux ja schon zu 3.0.15. Ja, der ist schon ausgesprochen stabil. Genau. Was man aber auch sehen kann, ist, dass es trotzdem binär ist, das Quellen. Mhm. Vielleicht kann man es, wenn man es installiert, also den Install-Button findet irgendwo, der wahrscheinlich nicht auf Englisch ist und deswegen wir ihn nicht finden können. Vielleicht kann man dann wieder eine Source-Distribution draus machen. Ja, ansonsten liebevoll gestaltet, muss ich ja mal sagen. Also jetzt habe ich das Internet gestartet. Ja. Deswegen im Aufklappterminal wahrscheinlich gerade. Wenn ihr bis eben kein Internet hattet, André hat es gerade erst gestartet. Ja, seht ihr ja. Es quietscht. Es quietscht ziemlich. Es quietscht. Ja. Aber es ist Kali. So. Kommen wir mal zu anderen Tönen. Und mir hat vor einigen Jahren jemand eine CD vom Open Music Contest in die Hand gedrückt. Das sind so Sachen wie eure Großeltern haben sowas noch im Regal. Genau, Open Music Contest, die CD können wir mal einlegen. Warte. Das Booklet passt da nicht. Ja, oder? Genau. Ja. Wie rum legt man die ein? Mit dem Cover nach oben. Also. Gut. Ich habe heute auch mal mein Docking Station mitgebracht mit CD-ROM-Laufwerk. Hat ja nicht mehr jeder sowas. Beziehungsweise oder nicht betriebsbereit. Ja, okay. Ich benutze KDE, um Audio von CDs runterzuholen. Die haben nämlich so einen ganz schicken KIO-Slave und so, wie das immer machen. CD muss erstmal anrollen. Okay. Und zwar hat er eine schöne Darstellung im Dateimanager. Wenn ich so eine Audio-CD, jetzt habe ich zweimal drauf geklickt, genau, so eine Audio-CD verhält sich, als besteht sie aus ganz vielen Dateien. Das ist eine richtige Audio-CD, die kann man so in einen CD-Spieler legen und abspielen. Aber wenn ich in KDE im Dateimanager das Ding angucke, dann sehe ich da Wave-Dateien, dann sehe ich da Darstellungen von der ganzen CD als FLAC, Ogg, Wave. Und und zum Beispiel kann ich einfach die FLAC-Dateien für jedes Stück runterkopieren. Das heißt, beim Kopieren konvertiert er in Echtzeit. Also das hat er ja nicht alles beim Einlegen gemacht, das können wir nicht vorstellen. Natürlich nicht, genau. Also ich kann jetzt mal von
Sick and Wired das Stück hier hinkopieren. Und jetzt sieht man richtig, das wird jetzt in Echtzeit als FLAC von der CD geholt und nach FLAC konvertiert. Was kann ich dazu noch sagen? Genau, man kann natürlich Konvertierungseinstellungen festlegen in diesem KDE-Kontrollzentrum. Unter Multimedia kann ich Einstellungen, Qualitätseinstellungen für den Vorbis-Encoder festlegen. Bei FLAC spielt das natürlich keine Rolle, das ist ein verlustfreies Format. Ich kann festlegen, nach welchem Schema die Dateinamen benannt werden. Dazu muss man sagen, das kann natürlich alles CDDB-Anbindung, das heißt, die Informationen über die CD, über die Titelnamen und so, die Künstlernamen werden gleich aus dem Internet gezogen. Und ich kann festlegen, dass ich zum Beispiel die Fehlerkorrektur ausschalten möchte, wenn ich irgendwie eine Audio-CD gekauft habe, auf den Kopierschutz drauf ist und die einlesen möchte, dann ist das besser, die Error Correction abzuschalten. Ich glaube, na, das ist noch nicht ganz durch. Die CD ist, wie ich schon erwähnte, vom Open Music Projekt. Das ist in diesem Fall gepresst vom ASTA, also vom Allgemeinen Studierendenausschuss der Uni Marburg. Und das ganze Projekt ist aber ein e.V. Open Music Contest.org. Ist ein Verein, der einfach so freie Medien im Internet promotet. Und ja, die bringen halt offenbar alle Jahre mal so eine CD raus. Also das hier muss jetzt die von 2007 gewesen sein. 2008 kam auch eine raus. Ja, er hat durchgerippt. Ja, dann lass mal hören, was du da eigentlich hast. Genau, machen wir mal den M-Player für Sick and Wired. Nicht Sick and Weird. Ja, fängt leise an. Aber steigert sich noch zu dem, was dann Paul auch an Musik gefällt. Es steigert sich noch dahin, ja. Aber man muss ja Musik meistens auch irgendwie taggen für seine Musikbibliothek, für seinen MP3-Player oder Ork-Player, also Player, ja, die das spielen können, dieses Format, oder genau. FLAC. Dafür gibt es halt dieses ID3-Tag-Format. Das kennt man von MP3-Dateien. Im Prinzip kann man in jede Datei ID3 reinschreiben. Die Datei kann dann nicht immer gleich geöffnet werden. Ist so eine Sache. Und ich benutze dafür jedenfalls das Programm ID3. Ihr seht es hier, ich habe es hier getippt. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie Sick and Wired getaggt ist, dann sehen wir, dass gar nicht getaggt. Es gibt halt die V1, die V2 Tags. FLAC-Dateien können ID3-Tags aufnehmen, Ogg-Dateien können die auch aufnehmen, MP3-Dateien natürlich. Ich kann im Prinzip in eine JPEG-Datei ID3-Tags reinschreiben. Irgendwann finde ich Dateiformate, die dann nicht mehr geöffnet werden können, wenn ich da ID3-Tags reingequetscht habe. Deswegen auch ganz praktisch. Da ist endlich die Stelle. Ja. Deswegen ganz praktisch mit diesem ID3-Tool kann ich zum Beispiel Tags auch entfernen. Aber hier möchte ich jetzt welche hinzufügen. ID3, der Artist ist Sick and Wired, der Trackname heißt Restart und die Nummer ist, das ist der Track Nummer 6 auf der CD. Und natürlich der Dateiname Sick and Wired Restart FLAC. Und jetzt ist die Datei getaggt und ich kann mir die Tags anschauen, als ausgeben lassen. Hier sehe ich, hier steht was drin. Ja, ich kann noch ein Album angeben, ich kann auch irgendwie das Jahr angeben und das Genre und ganz viel. Ich glaube, standardmäßig werden eine Version 2 Tags geschrieben. Version 1 Tags unterstützt er natürlich auch. Und du machst das Ganze, glaube ich, eher grafisch. Genau, weil ich zu den Leuten gehöre, die ihr CD-Umlaufwerk nicht mehr betreiben können, mache ich das. Habe ich mir natürlich eins runtergeladen. Mhm. Freie Musik kann man ja auch neuerdings auch runterladen, muss man sich nicht auf CD holen. Ja. Da habe ich mir The End, Anno Dam 64, ist ein Album, ist kürzlich rausgekommen, von Künstlern, die ich persönlich kenne. Musik, die mir in der Regel gefällt. Diesmal ein bisschen Drum and Bass lastig, für den mir jetzt gefällt. Super Sache. Habe ich jetzt MP3. MP3
kann ich im Moment mit meinem Raspberry Pi nicht abspielen, mit MPD, wohlgemerkt. Ein Player könnte es, was sehr komisch ist. Aber ich will es ja eh auf Ock haben, weil ich das auf Ock habe. Das hat so mit Patentsachen und so zu tun. Ja, ihr kennt das. So, und da gibt es Sound Converter. Der ist relativ simpel gestrickt. Da gibt es ein paar Einstellungen, wo man es hin haben möchte, wie der Dateiname danach aussehen soll. Okay. Und den kann man dann hier dann auch nochmal modifizieren. Dann welches Format und auch die Qualität. Ne? Und da habe ich jetzt hier extrem hoch eingestellt. Ich könnte natürlich auch einen FLAC, so wie Paul es gemacht hat, aber es soll ja möglichst viel Musik auf den Player draufpassen. Ja, und deswegen mache ich das so. Ja, markiere alle und wandle um. Der erkennt auch gleich, wie viele Kerne mein Rechner hat und macht das gleich parallel. Multithread Encoding, was schön. Die Sache schön beschleunigt. Jo. Und da kann man dann zum Beispiel, ich finde, wann ist er fertig? Ein Song, den ich sehr gut finde. Der ist weiter hinten. Du benutzt nicht den M-Player zum Abspielen, glaube ich. Ich benutze jetzt nicht den M-Player. Ich bin heute mal ganz auf grafische Anwendungen. Okay. Silky Silk, finde ich, ist ein sehr schöner... Sehr schöner Song. Ich bin jetzt mal Totem, sehr verhasst, aber... Der sieht schon mal toll aus, der Song. Ja, der sieht schon mal toll aus. Jo, ist minimal natürlich, mit Drum and Bass Elementen. Ziemlich, ja. Und manche sagen auch, ist ein bisschen Easy Listening Einflüsse mit drin, aber das ist ja immer so subjektiv. Ist ja noch nicht. Genau. Hm. Genau. Nun kann man... Auch natürlich auch das taggen, und dafür benutze ich das Tag-Tool. Bin jetzt schon in dem Ordner drin. Sehe jetzt natürlich die MP3s und die Aux drin, weil er auch natürlich MP3s taggen kann. Und nun ich tag mal nicht, weil getaggt sind sie schon, das kann ich hier sehen. Das hat quasi der Soundconverter für mich mitgemacht. Okay. Ich möchte jetzt meine Dateien anhand der Tags umbenennen. Und dann gibt es dann hier eine schöne Funktion. Schön. Das ist so mein favorisiertes Format als Artist. Dann kann ich zum Beispiel auch nur Kleinbuchstaben. Mag ich auch immer sehr gerne. Okay. Also, ja. Ja, tippt sich besser. Tippt sich besser dann, wenn man dann doch mal von der Konsole aus abspielt. Und geht dann los, hat er getaggt. Ja, der Tagger kann nämlich an, also man muss nicht einzelne Dateien taggen, man kann auch so ein ganzes Verzeichnis mit einem unter. Dateien taggen und sowas nicht. Genau, dann ist das hier drin. Manche mögen dann noch das Album und dann als Ordner mit drin haben, damit sie schneller suchen können. Okay. Aber wenn man dann am Ende wieder ein Musikbibliotheksprogramm wie MPD oder MPCPP, wie wir letztes Mal vorgestellt haben, benutzt, dann kann man anhand der Texte ja dann immer noch Albums durchsuchen und deswegen ist es nicht unbedingt notwendig. Ja, nee, das mache ich, wenn ich einen Dateimanager benutze, um meine Medien zu sortieren. Genau, kommen wir zum nächsten. Das nächste wäre dann mal was nicht so musikalisches, was ganz in eine ganz andere Richtung. Und zwar eine Android-App des Monats haben wir wieder auch für euch. Und das ist ein RSS-Reader. Sparse RSS. Genau. Und ihr wisst ja, dass der Google-Reader, falls ihr den überhaupt benutzt haben solltet, gibt es nicht mehr oder ein Programm, was mit denen synchronisieren kann. Und dann muss man sich wieder eine Alternative suchen. Und ich habe hier... So, die meist häufig besuchten RSS-Feeds von mir mal hier eingerichtet. Die schmeißt man da einfach so rein und dann. Genau, die haben wir hier reingeschmissen. Das sind ja die Headlines, die Überschriften. Genau, kann man aktualisieren, sieht man auch, dass sich was tut. Genau, wenn hier so rauf geht, kann man zum Beispiel die Sachen sehen und er erkennt auch, dass dort noch ein Video drin hängt. Das kann man hier gleich wiedergeben. Ach, das ist ja schick. Ja, bei mir würde jetzt hier VLC öffnen wollen, aber da VLC leider nur von ARM funktioniert und Android, würde und das du jetzt den nicht auf 86er Leute, das wollen würde wir. Würde jetzt genau. Nicht machen, genau. Wir sehen uns ja den ganzen Tag schon. Ja. Genau, und man kann natürlich jetzt hier noch ein paar schöne Einstellungen festlegen in diesem Programm. Unter anderem, wie er synchronisieren soll, nur bei WLAN, das ist vielleicht auch mal ganz vorteilhaft, gerade wenn man sehr viele Feeds drin hat. Meinst du, das ist so? Gestenunterstützung oder die effiziente Feed-Auswertung, dann richtet er sich danach, wie lange die Nachrichten vorgehalten werden sollen, so wird er dann auch nur runterladen. Das heißt, er wird nicht alles aus dem RSS-Feed runterladen, weil manche Feeds sind ewig lang, die werden halt nicht, würden nicht immer die letzten 10 da drin sein, sondern alle vielleicht. Und dann kann man das hier dann ein bisschen beschränken.
Also kann ich nur empfehlen, es gibt noch ein anderes Programm, was ein paar Sachen... Klick mal auf so ein Feed drauf, auf einen Artikel. Ich möchte sehen, wie der dargestellt wird. Ah, ich will da nicht nur Überschriften lesen, nicht? Genau, das ist jetzt hier, der kann halt nur Überschriften. Das ist halt vielleicht ein Schwachpunkt von dem. Man kann dann aber dann direkt auf die Browserseite sehen. Hm. Wenn man mobil unterwegs ist, wird man dann sehen, dass das immer der Schritt ist, der lange dauert, wenn man unterwegs ist. Mhm. Und dann gibt es natürlich andere Clients, die das vielleicht ein bisschen besser machen. Da haben wir deswegen noch einen zweiten, aber der hat leider mit manchen Feeds ein Problem. Okay. Ne, bei Heise zum Beispiel hat er da ein Problem, wenn ich diese Einstellung verwende. Nee, das ist schon schade. Und das ist dann echt schade. Bei Phoronix wiederum hat es geklappt. Ne? Und dann hat er auch den gesamten Artikel hier. Man kann sich den Original trotzdem nochmal angucken oder im Browser nochmal. Also, wenn ihr lieber mehr Freiheit haben, mehr sehen wollt gleich am Anfang, muss er natürlich auch mehr synchronisieren. Kommt immer noch auf den Datentarif, den man hat. Dann ist FeedX vielleicht die bessere Alternative. Gibt es natürlich beides wieder im F-Droid Store oder F-Droid Marketplace oder wie man auch immer das Ding nennt. Ja, das soll es mit den Apps des Monats erstmal gewesen sein und wir sehen uns dann in den News wieder. Ja, wir haben wieder wundervolle Nachrichten für euch und wir fangen an mit FFmpeg 2. Das die, ist ja die so tatsächlich cool sind. Ja. Und FFmpeg benutzen wir ja eigentlich so ziemlich überall, außer die Distribution, die lieber AV-Conf benutzen die lieber, oder genau, AV benutzen wollen. Und da sind erstaunliche Sachen mit dabei. Was mich am meisten freut ist ja, oder was viele freuen wird, ist der GIF-Exporter. Ne? Also man kann jetzt GIF, animierte GIFs encoden. Konnte man wahrscheinlich vorher auch schon mit diversen anderen. Ich habe es, glaube ich, mit MPEG immer gemacht, aber ja. Das kann der jetzt. Wunderbare Sache. Und für einige Formate kann man auch jetzt den... Hübsch. Also wenn ihr noch ein paar nervige Foren-Avatare haben wollt oder so, dann hilft euch FFmpeg jetzt dabei. Genau, für eigene einzelne Formate kann man auch OpenCL-Support nutzen. Mhm. Also geht dann wesentlich schneller alles. Mhm. Das ist auch cool. Nett. Genau, ansonsten sind halt eine Menge Filter hinzugekommen. Ja. Und die Liste ist lang, also ihr könnt es hier sehen. Ohne jetzt genauer reinzulesen, mich hat vor allem dieser Timeline-Editing-Filter, genau, Timeline-Editing des Filters, das hat mich interessiert. Da würde ich schon mal irgendwie gerne reinschauen, was der so macht. Ja. Gehen wir weiter zum nächsten. Man kann so ein Raspberry Pi jetzt auch als Piratensender verwenden. Cool eigentlich. Ja. Also ich kenne das irgendwie vom N900 schon, wenn du da irgendwie Musik ins Audioradio, aufs Autoradio legen willst oder so, dass du einen FM-Sender hochziehst, einen UKW-Sender, aber der hat halt nur eine Reichweite von 10 Metern oder so. Und der Raspberry kann, glaube ich, auch über den zulässigen Bereich hinaus abstrahlen. Genau, er schafft statt den zusätzlichen 10 Metern, die erlaubt sind, um das zum Beispiel fürs Autoradio zu benutzen. Oder die Nachbarn zu ärgern. Ja, schafft man 100 Meter, bis zu 100 Meter wahrscheinlich auf freier Fläche. Okay. Die Frage ist, ob man vielleicht mit einem Widerstand dann das vielleicht limitieren könnte. Und trotzdem weiß ich gar nicht. Vielleicht auf jeden Fall, man braucht bloß einen Draht. Also ja. Der macht die ganze Modulation in Software und haut das auf so einem General IO-Pin raus. Ja. Und die Software kann man sich runterladen. Wo? Die Software, Imperial genau, College? Die gibt es dann hier zum Download, die ist GPL. Also alles da. Auf icrobotics.co.uk. Ja. Okay. Also wir verlinken hier sowieso unser Artikel und in dem Heise-Artikel könnt ihr das dann nachlesen. Ist auch hier ein Code-Beispiel, wie man dann mit M-Player das dann übergibt. Genau, man muss im Moment noch, ich weiß nicht, ob es mittlerweile dann funktioniert, nur in 22 Kilohertz rausschicken. Man muss es halt neu samplen. Aber ansonsten schon schick. Doch mal schön für die kabellose Musikübertragung in der Wohnung. Dann gibt es noch was Erstaunliches, was ein bisschen lustig auch ist. Ja, da muss ich lachen drüber. Das ist eine coole Story.
Es gibt dieses XFAT-Dateisystem. XFAT wurde irgendwie von Microsoft, glaube ich, entwickelt, als Dateisystem für SD-Karten und USB-Sticks und Mobildatenträger und sowas. Wird von einigen Digicams verwendet und das rockt unter Linux nicht so richtig. Der Code ist halt irgendwie langsam. Und es gibt proprietäre Implementierungen dafür, die sind unheimlich teuer zu lizenzieren und das ist alles nicht ja, der übliche Lizenzmüll, der dahinter steckt. Und Samsung unter anderem hat XFAT implementiert, mit Lizenz natürlich. Und irgendwie ist denen ein Teil von ihrem Code in den GitHub-Repository gerutscht. Eine Programmiererin hat den da gefunden. Und der Witz ist, dass dieser Code Gebrauch macht von Komponenten aus anderen Linux-Dateisystemen, die eigentlich unter GPL sind. Das heißt, eigentlich müsste er sowieso dort. Hätte irgendwo. Samsung diesen Code von vornherein veröffentlichen müssen. Haben sie aber nicht. Die Programmiererin hat den jetzt aus dem GitHub-Repo herausgeforkt, was auch nicht ganz legal war. Und das ist so eine lustige, rechtlich verschränkte Situation geworden an der Stelle. Ja. Witzig war, sie hat es nur gemacht, weil sie endlich mal ein bisschen mehr Dateien kopieren, größere Dateien kopieren wollte, als nur so ein wenig und das mit Leuten tauschen wollte, die eben keinen Linux benutzen. Das ist ja genau die Eigenschaft von XFAT, dass halt irgendwie Dateien über 4 GB unterstützt werden. Und, ja, genau, ganz lustig. Also die Hoffnung, die sie geäußert hat letzten Endes, ist, dass das dazu führt, dass man eine komplett freie Implementierung von XFAT, dass man diesen Code als Basis benutzen kann für eine freie XFAT-Implementierung, die flüssig läuft. Also eigentlich schön und schon lustig am Beginn. Echt eine heiße Story, finde ich, ja. Geht's weiter? Hat wieder was mit den ganzen Datenschutzsachen zu tun. Wir wollen nicht alles Google geben. Und da hat sich Firefox natürlich jetzt auch entschieden. Wir wollen es lieber DuckDuckGo geben. Mozilla macht das jetzt für Firefox in der mobilen Variante. Hat jetzt Google die Standard. Miete nicht mehr gezahlt? Keine Ahnung. Für einen Desktop kann man es sowieso schon immer sehr einfach mittlerweile als Standard einrichten. Und es gibt noch für Android noch so eine andere App, die Suchfunktion auf dem Android ersetzt und dann kommt dann stattdessen so ein DuckDuckGo-Prompt, wo du dann auch Autovervollständigen hast, was du auf dem Desktop noch nicht mal hast. Also ich benutze schon auf meinem Handy und bin da eigentlich zufrieden mit den Suchergebnissen, gerade mit den Vorschlägen, wenn man ein bisschen schneller ist. Ja, irgendwie müssen wir uns mal was anderes suchen als Google an der Stelle, ja. Aber es gibt ja, vielleicht haben wir in der nächsten Sendung mal eine Alternative für euch. Ja, dann gibt es wieder Wenn mal. Ihr euch als Linux-User schon immer mal einen Trojaner installieren wolltet, es gibt jetzt einen. Genau. Das zu haben auf dem Schwarzmarkt für nur. 2000 US-Dollar und 1500 Euro. Ja, so ein paar Russen haben das gemacht, angeblich. Das ist wohl nicht so ganz klar. Eine professionelle Truppe aus Russland. Ja, naja, dann. Läuft auf 15 Linux-Distributionen, Ubuntu, Fedora, Debian und Browser-kompatibel. Genau, also hier sei auch nochmal gesagt, wenn davon die Rede ist, dass Linux irgendwie sicherer ist gegen Malware oder so, ihr könnt euch immer selber in den Fuß schießen. Und das hier ist ein Trojaner, der nutzt keine Sicherheitslücke in irgendeiner Software aus oder so oder eine Backdoor oder was auch immer. Sondern, wenn man nicht aufpasst, dann installiert man den sich halt selber, so wie es bei der meisten Malware eben ist. Also bei den AORs in Arch schön aufpassen, ne? Wer weiß. Genau. Vielleicht hat jemand mal einen lustigen Tag. Auf jeden Fall ein Teil der Sicherheit unter Linux kommt eben daher, wie man üblicherweise mit Software umgeht. Dass man ein Paketsystem hat, irgendwie signierte Paketrepositories. Wenn man sich daran nicht hält und irgendwelche Software installiert, dann macht die Software eben irgendwas. Genau. Was Schönes, Neues, Erfreuliches. Wayland. Viel Wayland gerade im Moment. Wayland 1.2. Da ist jetzt die Server-API stabil. Das heißt, man fängt jetzt richtig an, die ganzen Backends von den bekannten Toolkits, die wir schon haben, so mehr oder weniger fertig zu schreiben. So, das klingt wie Fleißarbeit, ist es aber nicht. Da ist halt ein bisschen mehr zu tun. Aber was auch interessant ist, Farbmanagement ist auch gleich mit drin. Hübsch. Ja. Dass man das auch der Bildschirm so aussieht, wie das wie das Blatt Papier, was man hier aus dem Drucker bekommt. Genau, wurde schon von heiß.
GNOME-Entwicklern hier schon Color Daemon, so einen Aufsatz, einen Frontend dafür auch noch schon draufgesetzt, spendiert. Ja. Wirklich heiß. Und wenn man sich das schon angucken will, es gibt mit der nur die eine Live-CD, Rebecca Black Linux, könnt ihr euch das mal angucken. Immer noch nicht mehr. Ja, vielleicht gibt es schon was. Aber ja. Dazu passt natürlich auch die Planung von zum Beispiel GNOME. In 3.10 kann man sogar schon mal ein bisschen reingucken und das schon mal benutzen. So als Vorschau mehr oder weniger. Die GNOME Shell soll dann sogar schon damit laufen und Mutter, aber der Window-Manager von GNOME noch nicht ganz so. Und deswegen ist es erst mit 3.14 dann fertig. Genau, also vorausgesetzt natürlich, eure Distribution paketiert das. Ansonsten gibt es bestimmt auch Pakete mit Trojaner oder so. GNOME ist nicht das einzige Projekt, was da mit Wayland schon viel macht, weil Selfish OS benutzt ja Qt als Backend. Und das SDK, das neueste, da kann man jetzt schon anfangen, Qt5 Backend zu nutzen. Und dann hat man gleich, das Wayland kommt dann einfach so mit. Ist das schon mit bei? Ja, hübsch. Und genau, also das Selfish SDK gibt es online. Ihr könnt jetzt Applikationen entwickeln für Selfish, Selfish OS, genau, so hieß es. Also wir haben noch keine Mobiltelefone mit Selfish OS, aber wenn wir die irgendwann haben und dann Applikationen drauf haben wollen, da ist das ganz gut, das SDK jetzt schon in der Hand zu haben. Und da ist es. Genau, und das Selfish OS selber wird dann die Wayland-Unterstützung erst später haben. Die benutzen jetzt noch den Mir Linux Stack. Das war auch so der Migo-Ecke dann irgendwo hingehört. Okay. Also da ist noch ein bisschen was. Genau, das wird GPU-Beschleunigung geben offensichtlich und einiges dann. Genau, das nächste ist Dumping. Dumpingpreise. Also, ist echt zu billig, ey. Die, lass es mich nochmal nachlesen, wie heißt die, die Open Search Call? Nee. Genau, also eine Geschäftsallianz, geleitet von Microsoft, ist zur Europäischen Kommission gegangen und meinte, also dass dieses Android-Betriebssystem von Google, da, dass die Hersteller das einfach so auf ihre Geräte packen können und so, das ist eigentlich total das Preisdumping, oder? Ja, echt mal. Und das war der Augenblick, wo uns einfach eigentlich nur die Kinnlade runterklappen kann. Wie antwortet man da drauf? Die FSFE hat erstmal, nachdem sie davon Wind bekommen hat, einen Brief an die Europäische Kommission geschrieben, dass in dem erklärt wird, dass das einfach mal das Geschäftsmodell von Google ist, dass die Wertschöpfung der Software darin besteht, den Benutzer zu verkaufen und nicht darin, die Software zu verkaufen. Bei Microsoft ja auch, aber Microsoft verkauft zusätzlich noch die Software und die meinen, dass das irgendwie, keine Ahnung, besser sei oder so. Ja, müssen sie einfach ihr Betriebssystem günstiger machen oder, sagen wir mal, frei machen? Ne? Ja, irgendwie trauen sie sich da nicht an andere Geschäftsmodelle ran, nicht? Ja. Und jetzt möchten sie gern die Europäische Kommission um Unterstützung bitten, ihr Geschäftsmodell zu perpetuieren. Ja. Sollen sie probieren. Dann gibt es natürlich jetzt auch von der FSFE auch motiviert einen, oder beziehungsweise wird das Replikant-Projekt, das freie Android, jetzt von der FSF unterstützt. Genau, wir haben eine Spendenkampagne gestartet. Von der, genau. Für Replikant OS. Es geht vor allem darum, dabei Geräte für Entwickler zu finanzieren und die unterstützte Hardware von Replikern zu verbreiten, die Menge der unterstützten Hardware zu vergrößern. Genau, und wie auch bei Rechnern, ne, die früher so immer mit einem proprietären Betriebssystem mitkamen, möchte man jetzt auch da ein freies System drauf haben, ein vollständig freies. Und deswegen ist dieses Projekt, ähnlich wie die freien Distributionen, die wir jeden Monat vorstellen, ein Vorzeigeding. Ja. Und im Moment werden viele Nexus-Geräte unterstützt, weil dafür gibt es freie Treiber. Mein Telefon ist leider nicht dabei. Vielleicht bei dem Fairphone könnte man vielleicht wahrscheinlich mal im Auge behalten. Ja.
Das wäre interessant, weil dann würde ich mir definitiv das installieren. Aber wenn natürlich so WLAN oder wenn du nicht telefonieren kannst, dann brauchst du auch kein Telefon. Ja, der GSM ist ein Problem. Ja, könnte schwierig werden. Mhm. Genau, dazu passt natürlich auch eine sehr traurige Nachricht. Aus Frust hat ein führender Android-Entwickler Jean-Baptiste Curie oder Die Nachricht ist jetzt nicht so traurig. Er hat einfach seinen Job bei Google an den Nagel gehängt, weil ihm das ganze Lizenzgeraffel auf den Keks ging. Er meinte halt, er entwickelt ein Betriebssystem, was auf den momentanen Flaggschiff-Telefonen von Android-Telefonen nicht booten wird, weil da einfach zu viele geschlossene Treiber drin sind, im Spiel sind. Und fand er das nicht so cool, dass die Hersteller sich halt diese Arbeit auf die Weise abzweigen und nicht zurückgeben an den Kernel. Mhm. Es geht konkret sogar um dieses Nexus 7, die neuere Variante von dem Tablet, da gab es ja jetzt ein Update mit mehr Leistung und ja, die kriegen von dem Chip-Hersteller irgendwie nur Firmware-Images und ja stelle ich mir auch frustrierend fühlt vor. Fühlt er sich natürlich etwas über den Tisch gezogen dabei, wenn, Ja, dann haben wir noch, wir haben überlegt, ob wir überhaupt sprechen wollen. Es ist so traurig. Ubuntu hat nochmal einen Vogel abgeschossen. Sie wollen das Ubuntu Edge Tablet rausbringen. Telefon rausbringen. Mit freien Treibern, freien Hardware-Spezifikationen, von denen war da irgendwie, ist dabei nie die Rede gewesen. Aber jetzt haben sie noch einen draufgesetzt. Wolltet ihr schon immer einen proprietären Passwort-Cloud-Storage namens LastPass Premium haben? Für ein Jahr? Nur für ein Jahr. Wenn ihr nämlich jetzt ein Ubuntu Edge vorbestellt und dafür bezahlt, dann kriegt ihr kostenlos eine Applikation, die eure Passwörter in der Cloud speichert. Ein proprietäres Programm in Ubuntu als Bonus raufgegeben. Entschuldigung, wie bitte? Was eure Passwörter in einen Cloud-Dienst reinfeuert, während ich auf der anderen Seite schon x Passwortmanager zur Verfügung habe. Ich habe gerade irgendwie ein massives Verständnisproblem, was die sich dabei gedacht haben. Also wenn das die Zukunft ist, wie man Linux verbreitet, weil das ist ja so ein Convergence-Gerät, was so Desktop und Telefon mischen soll. Wenn das der Weg ist, dann möchte ich nicht auf dem gleichen Weg gehen. Ja, es gibt irgendwie mittlerweile andere Bistros nicht. Ich glaube, wir sollten weniger über Ubuntu reden. Das macht irgendwie, führt mich in so einen komischen Gemütszustand immer. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr, über noch schlechtere Nachrichten zu sprechen. Lass uns lieber was... Genau, kommen wir zu was Weiterem. Ja, da war nämlich so MPV irgendwie, schon wieder ein Fork von Mplayer. Nee, aber lass uns lieber 0AD zocken. Nervt dich das, ja? Software-Fork? Mist. Ein bisschen, manchmal. Mhm. Ja, manchmal. Lass uns lieber 0AD, bevor es geforkt wird. Okay, bevor es geforkt wird. So, wir zocken mal Zero AD. Ich mach mal einen Server auf. Mhm. Als Kumpfunst. Ich bin nur Hähnchen. Genau, ich wähle dann auch schon mal hier. Ich mach mal eine zufällige Karte, ist wahrscheinlich schöner. Ist Tom schon dazu gekommen? Nee, Tom kann mal dazu kommen. So, alles klar. Ich nehme die Römer, welches Spiel wollt ihr? Gib mir irgendwas, keine Ahnung. So. Alles klar. Ach, da muss ich auch noch einen. Mhm. Ja, und Tom spielt mit den Briten gegen uns. Mhm. Beziehungsweise Moment, ihr macht... Beide gegen dich, genau. Dann sehen wir ein bisschen Action auf deinem Bildschirm. Genau, haben wir alles richtig eingestellt. Ja, dann lass uns mal Spiel starten. Haben wir die Zeit? Ich kann sie nicht erkennen. Gut. Okay. Jetzt haben wir so ein Intro-Screen hier. Es ist halt so ein Strategie-Taktik-Spiel.
Also wenn nicht das der Zukunft, freie zumindest. Das ist schon ziemlicher Hammer. Am Anfang kommt immer noch diese Meldung, ja, das ist im Alpha-Stadium und... Okay. Ach Gott, was habe ich denn hier für ein Hütchen? Gut. Genau, also ich fange dann mal ganz klassisch an mit ein paar Häusern bauen hier. Nicht nachmachen, ich glaube, ich bin kein besonders guter Spieler in solchen Spielen, aber... Ich schicke noch meine Arbeiterinnen durch die Gegend, um mal anzufangen, ein bisschen Holz zu hacken und... Ja, das Lustige ist, man hat halt verschiedene Einheiten von verschiedenen Völkern und die Einheitennamen stehen jeweils in den jeweiligen Landessprachen da. Also wenn man Griechen spielt, dann ist die Arbeiterin halt tatsächlich als Güne bezeichnet und auch die berittenen Einheiten und so haben alle irgendwie... Ja, schon nett. So, ich habe dann gleich am Anfang natürlich gleich einen Ressourcenmangel. Ich habe, glaube ich, gleich am Anfang einen Fehler gemacht hier. Mit Punkt kann man übrigens die Einheiten auswählen, die gerade nichts zu tun haben. Ah, okay. Ich habe immer nur mit der Maus geklickt. Da gibt es nämlich auch diesen Hammer links im Bild. Genau, und mit Q und E kann man so schön drehen. Dann sieht man mal was davon. Das ist überhaupt dieses Detail schon ziemlich beeindruckend. Ja, ich glaube, ich muss mal ein paar Einheiten bauen hier. Einfach zu wenig. Jo, ja, ich habe auch. Ach, das ist ja lustig. Ich habe kleine, runde Wohnhäuser. Okay. Und du fängst an, du hast da so ein Stadtzentrum in der Mitte irgendwie. So, was kann ich jetzt noch bauen? Ich darf dir ja gar nicht sagen, was ich baue, nicht? Fangen wir irgendwie an, eine Farm zu bauen. Ich kann ja direkt bei dir nachgucken. Stimmt, ja. Ich kann ja mal anfangen, so eine Farm zu bauen, dann kann ich irgendwie ein paar Schafe züchten. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich Schafe züchte oder ob meine Leute irgendwie was anderes essen. Vielleicht sind es hier Hühner. Okay, ich habe noch ein paar Arbeiterinnen. Die schicke ich mal. Ich habe einen sehr schlechten Start. Ich glaube, ich werde bald hier von Tom hinter dem Greenscreen überrannt und weiß nicht mehr, wo links und rechts ist. Schauen wir mal. Genau, achso, stimmt. Ich kann ja Tom auf der Karte sehen, wir sind ja beide verbündet. Okay. Ich werde mir mal so einen Wachturm da hinsetzen und mal gucken, damit ich vorher weiß, wenn jemand kommt. Das konnte ich gerade so. Den Reiter los und gucken so ein bisschen hier. Oh, hier ist Wasser. Ja, ich glaube, die Idee ist, dass man so ein bisschen dieses Stadtzentrum ausbaut, um neue Gebäude zu kommen. Genau, dieses unten hier. Also mir fehlen noch ein bisschen Nahrung und ein paar Hölzerchen, bevor ich hier endlich mal weiterkomme. Ich sortiere noch ein paar, ich baue mal ein paar Reiter, die sind hier noch praktisch nicht. Und also wenn ich irgendwie eine bestimmte Einwohnerzahl habe, dann kann ich das weiter ausbauen, dann kann ich neue Gebäude bauen. In den Gebäuden kann ich dann andere Einheiten bauen, Schiffe zum Beispiel. Was noch? Also ich habe jetzt ein paar Leute hier, die Kirschen pflücken. So, ich kann dann endlich mal eine Farm bauen, damit ich endlich mal mein Problem loswerde hier. Spannend. Was kann der machen? Der könnte eine Holzmühle bauen. Der kann man dann nämlich auch so ein bisschen Forschung betreiben und irgendwie, gute Äxte oder sowas entwickeln. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich habe hier gerade noch Probleme hier, alles rechtzeitig fertig zu bekommen hier. Wahrscheinlich nicht lange leben hier. Denke ich, ja. So, das dauert noch ein bisschen bei mir hier. Also ich glaube, die Computergegner sollen ziemlich hart sein hier. Deswegen haben wir da mal drauf gleich drauf verzichtet. So. Das war gar keine Farm, was ich gebaut habe. Das war das.
Doch, das war eine Farm. Jetzt habe ich irgendwie zwei. Mhm. Nee, das andere ist... Ja, wenn ich wüsste, was das ist. Aber man braucht das alles. Okay. So. Aha. Lol. Ich habe übrigens gerade einen Computergegner gefunden hier mit meinem Reiter. Aber der baut nicht. Also der ist irgendwie in diesem passiven Modus. Kann sein, dass das... Mhm. Dass das Tom ist, vielleicht. Nee. Tom sehe ich ja sowieso. Also scheinbar die Einstellung, die wir von vorne weg getroffen haben, da scheint es auch noch Probleme zu geben. Das ist gut, dann habe ich gleich mal irgendwie einen Grund, meine Reiter hier einzusetzen. Vielleicht noch ein paar. Man kann auch schön von den Gebäuden so mit der rechten Maustaste dann so klicken und dann werden die Einheiten, die neu gebaut werden, dann woanders hingesetzt. Ja, genau. Ja, das ist dann mal ganz gut, damit man die ein bisschen sortieren kann. So. Schafe zwischen kann man natürlich auch. Könnte ich, glaube ich, mittlerweile auch mal. Ah, erstmal möchte ich irgendwie bessere Axtköpfe bauen können. So, was haben wir hier? Schafe. Und dann werde ich mal hier zu meinen Minen für die Steine, werde ich mir mal hier meine Mine auch direkt in der Nähe bauen, damit die es nicht mehr so weit haben. Obwohl das Hauptgebäude in dem Fall ziemlich dicht dran ist und das wahrscheinlich nicht mal kritisch wäre. Aber mit so einer, wenn ich erstmal so ein Gebäude habe, kann ich durch bestimmte Errungenschaften, zum Beispiel eine bessere Steinaxt, auch das ein bisschen beschleunigen, im Fortschritt ein bisschen weiterkommen. So, jetzt fehlt mir nicht mehr so viel. So, jetzt mache ich erstmal da unten irgendwie die Bahnseen fertig. Hier ist die. Ah, Tom hat gerade auch einen Stoßtrupp losgeschickt. Ah ja, da bist du. Ja, das könnte gleich böse für mich enden, bevor ich überhaupt angefangen habe hier. Ja, dann sehen wir mal ein bisschen Action auf deinem Bildschirm. Ja, wobei, also einen Entwicklungsschritt können wir ja dann noch lassen. Dann sehen wir, dass du irgendwie eine Kaserne bauen kannst oder so. Ja, lass mir ja wenigstens eine kleine Chance. Ja. So eine Mini-Chance. Wo sind wir in der Zeit? Wir wollen ja die Sendung nicht überziehen. Ja, ich habe ganz vergessen, den Timer zu setzen. Ach, verdammt. Ja, also spiel mal so lange, bis ich tot bin. Ja, in dem Fall. Dann fang mal an. Vielleicht brauche ich das auch als Ehrgeiz. Du kannst auch mal ein bisschen in der Gegend rumlaufen oder so. Ja, ich schicke mal meine Reiter irgendwo hin. So, ich glaube, die haben hier schon so ein paar Blutpfützen gemacht bei dem Starter unten. Ja. Okay, jetzt gibt langsam das Gebäude nach. Oh, das gibt sehr langsam nach. Wow. Nee, Reiter sind gegen Gebäude offenbar nicht so gut. Gut, schön zu wissen. Dann hauen wir noch ein paar Hühner weg. Achso, es gibt wilde Tiere. Also vorhin, als wir mal vor der Sendung so ein bisschen gezockt haben, da ist einer meiner Speerkämpfer irgendwie durch die Gegend gelaufen und wurde von einem Löwen angegriffen. Da muss man aufpassen, wenn man da alleine unterwegs ist. Ne? Das ist ja altbekannt. Ne? Macht's im Dunkeln nicht alleine. Genau. So, ich kann jetzt endlich meine zweite Entwicklungsstufe starten. Okay. Und möglicherweise habe ich dann doch noch eine Chance gegen euch. Ja, trotzdem weiterhin Ressourcenknappheit ohne Ende hier. Ja, ich sollte auch mal mehr Nahrung produzieren hier. Komm, du kannst auch noch ein Feld beackern. Schön, jedes Volk hat so ein bisschen eigene Einheiten. Die sehen auch alle anders aus. Auch die Gebäude sehen bei jedem anders aus. Ich habe andere Gebäudeformen auf der Karte als André. Was man jetzt auch noch machen kann, so nebenbei, weil ich gerade hier meine beiden Reiter irgendwo verlassen, in der Pampa sehe, an der Grenze zu dem Roten. Jetzt kann ich mit Steuerung 1 die auch gruppieren und kann die jetzt immer, wenn ich die 1 drücke, dann auch immer... Ah ja, okay, schön. Genau, cool. Jetzt greife ich hier einfach mal an. Ich gehe jetzt auch mal ein bisschen näher ran, damit man mal das nochmal sieht hier, wie detailliert es aussieht. Genau.
Ich glaube, da werde ich eine Weile brauchen, bis ich das mit den beiden Reitern da hinbekomme. So, ein paar Reiter rennen hier auch noch. Und mit H kommt man wieder in die alte Zoom-Stufe zurück. Aha. Gibt schon ein paar Shortcuts, die ganz nützlich sind. Unglaublich, gegen was für Mann kämpfe ich denn da unten? Was sind irgendwie... Ich glaube, einen Tempel und einen Marktplatz werde ich jetzt mal sein lassen. Ich weiß gar nicht, also vielleicht, was machen die? Ich glaube, den Marktplatz so Tempel braucht machen? Man, glaube ich, um in die dritte Stufe zu kommen. Aha. Das, ja. Ah, nee, der braucht... So, ich habe irgendwie, mir fehlt noch die Bevölkerung. Ich schicke die Leute alle in den Krieg und dann kann ich meine Stadt immer noch nicht ausbauen. So, ich werde dann mal hier endlich mal meine Gegend schützen hier. Also eigentlich, warum braucht ihr so lange hier? Ich dachte, ihr kommt an. Ja, ich krieg meine Wirtschaft auch noch nicht so ganz in den Griff. Also vielleicht ziehst du ja einfach mal los und machst irgendwas, wenn du es besser kannst. Noch ein anderer Unterschied. Die weiblichen Bevölkerungsmitglieder, die können zum Beispiel keine militärischen Gebäude bauen. Ne? Genau, das sind Arbeiterinnen gesagt vorhin, geben halt irgendwie eine Axt in der Hand, beackern das Feld, gehen Obst pflücken und das sind so die. Wenn man halt, da muss man manchmal dann auch strategisch dann halt entscheiden, was man dann demnächst so bauen will, was man dafür braucht. Also eigentlich die am besten wäre immer 50-50. Das Lustige ist halt, dass wirklich ziemlich viel über die Kulturen der alten Völker mit eingeflossen ist in das Spiel. Mhm. Also wie gesagt, eigene Eigenheiten, die Namen stehen in den originalen Sprachen da jeweils. Jetzt noch ein paar Leute will ich hier aber noch bauen. Die sehen auch, die haben auch irgendwie die jeweiligen Rüstungen. So, ich werde jetzt endlich mal meine Kaserne bauen hier, weil ich glaube, es wird langsam Zeit. Ein paar Bogenschützen. Ja, was passiert noch so? Ah, du baust eine Kaserne schon, okay. Stimmt, so weit bin ich noch gar nicht. So weit ist meine Stadt noch gar nicht ausgebaut. Ja, dann habe ich... Du bist welche Farbe nochmal? Rot, ja? Ja, ja. Oh, genau, du hast gerade einen Reiter von mir. Ja, da stehen irgendwie zwei Reiter und hacken auf meine Farm drauf von dir. Ja, das ist natürlich... Und den anderen, den habe ich auch gleich. Yes. Ah, zu spät reagiert. Mhm. Schade. Kann halt nicht immer gut laufen. Ja. So, was passiert in meiner Sägemühle? Habe ich da schon irgendwie was erforscht? Gut. Ich brauche Personal. Ich brauche Leute. Komm, ja. So, noch ein paar Speermänner. Es gibt normale, es gibt ja auch schöne Shortcuts für X und und Y eigentlich, das ist vertauscht, weil ich hier eine deutsche Tastatur habe, also X und Z bei mir, aber eigentlich Y und Y für X und Y-Chromosomen, um die weiblichen und sehr nett gemacht. See. Aber bei mir ist es jetzt natürlich dann doch das Z, das Z statt das Y. Für die Zämpfer oder so. Ja. Die zankenden Einheiten, die... steht ein Wachturm. Ich kann leider immer noch keine Burg bauen. Dafür brauche ich ein bisschen Stein. Aha. Das heißt, ich werde mal meine Einheiten hier zu dem... Ich finde das gar nicht so schade. Ja, aber mit einer Burg kann ich Einheiten bauen. Da wollt ihr lieber weg. So, ach Mist, jetzt habe ich irgendwie meine Karte gedreht und so ein bisschen die Orientierung verloren. Ich glaube, so hier war's. Ja, das kann dann schon mal passieren. Mhm. So, aber langsam. So, mein... So, ach, baue ich mal endlich mal... Ganz schön ausgedehnt, der... Hier ist die.
So, was mache ich hier? Was steht denn hier für Schrott in der Gegend rum? Ist das, sollte das mal ein Turm werden? Sehe ich da gleich ein bisschen mehr? War das mal einer? Ach, das war von Tom irgendwas. Okay. Ja, ich brauche noch mehr Leute. Ja, man braucht halt auch die Bevölkerung, um irgendwie Sachen auszubauen und sowas. Wie ist die? So, habe ich noch irgendwie Arbeiter, die rumeideln. Ja, muss man immer prüfen, immer. Deswegen ist diese die Punkt-Taste hier, ja, deswegen ist die Punkt-Taste ganz praktisch. Ja. Das brauche ich mir gerade echt. Genau, mir mangelt jetzt gerade so ein bisschen noch an. Das pflücken. Ah, die Sträucher sind alle abgepflückt in meiner Gegend. Hier ist die. Okay, stehen hier ein paar Tiere in der Landschaft rum. Was ist denn das für ein Ödland hier? Ah doch, hier steht auch ein Reh. Ja, ich hätte mal meine Schafsherde von zwei Schafen, die werde ich jetzt auch langsam mal gründen. Ja, habe ich ganz vergessen, dass ich eine Farm gebaut habe. Okay. Ja. Jo, ich könnte auch natürlich Arbeiter vom Holzhacken abziehen. So, was machen die Jungs hier? Was ist denn da hinten? Ist er noch? Da hinten ist er noch schon. Da drüben, da vorne. Irgendwer ist da vorne. Hier ist die. Hier ist die. Genau, der Grün ist direkt. Oh, es gibt schwarze und braune Pferde, sehe ich gerade. Also was halt wirklich scharf ist, ist diese Detailverliebtheit bei einem Spiel. Jetzt überlege ich gerade noch ein paar Reiter. Ich habe gerade den Überblick verloren, wo meine ganzen Einheiten hin verschwunden sind. Das sowieso. Ja, das passiert auch relativ schnell hier. Beziehungsweise gut, bei dir läuft das Spiel flüssig, bei mir ruckelt's so ein bisschen. Ich gehe da jetzt immer einfach mal hier angreifen. Weil ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen zu dicht dran hier. Gehst du, da gehst du jetzt einfach mal. So, und dann kommt er ja gleich auch an hier. Ich komme mal dazu, ich helfe mal. Wem? Nicht dir. Ah, das wird böse. Das wird böse. Hier ist die. Ja, das sieht irgendwie schlecht aus. Also richtig angreifen wollte mich offensichtlich auch nicht. Bin ich zu stark, ja. Also ja, gegen meinen Turm kommt der ja nicht so richtig an. Ne? Nee, Gebäude kann man irgendwie nicht ohne weiteres beschädigen, sehe ich schon. Dann brauche ich lieber nochmal hier zur Sicherheit nochmal einen Wachturm auf. Also einen Abwehrturm, kein Wachturm. Tja. Ach, was hast du hier? Arme Frauen müssen im Steinbruch arbeiten bei dir. Das kann nicht sein. Ja, Gleichberechtigung. So. Brauchst du aber schon ganz schön Ressourcen ab hier. Ja, ihr macht mich da aber auch hinten ganz schön kaputt. Also. Ja. Wenn ich mal alles hinschicken, was ich so am Militär bauen kann. Wenn ich überhaupt noch eine Chance habe. Ich kenne immer noch keine. Gott. Ja, ich brauche irgendwie ein bisschen wenig Nahrung. Ich glaube, ich sollte doch. Ich habe ziemlich viel Holz. Hier sind auch noch Bogenschützen, die so rumstehen. Tja, ich glaube, ich habe jetzt fast niemanden mehr, der hier noch was gebaut. Oder? Ja, nee, ich glaube, ich habe. War das so? Ich habe sie vertrieben. Hier ist die. Wollen mich weglotsen? Ja, das ist wahrscheinlich ein Täuschungsmanöver. Hier ist die. So, geht mal schnell wieder zurück hier. Zum Wachturm. Soll mal wieder herkommen. Hast du da Kindersoldaten oder was ist das für ein Knappe, der hier langläuft? Also ich bin nicht der Entwickler dieses Spiels, aber ich glaube, das sind keine Kinder da.
Ich weiß nicht, wann mussten die Wehrdienst leisten damals? Also, die waren doch schon früh dran, glaube ich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Minen am meisten schützen muss vor euch hier. Die waren da gerade. Und für die musste ich nicht das ganze Dorf reiten, ne? Ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen Ackerbau betreiben. Also, so wie es aussieht, würde ich das Spiel gewinnen hier, ne? Also gegen mich vielleicht, aber ich habe ja einen Verbündeten, der das besser kann. Naja, der versucht es ja hier, aber so richtig. Mhm. Aber wenn ich das jetzt so sehe, das sieht aus wie alles, das würde er... Ne, das ist ein Barack. Da baut er einen Tempel. Und da, was ist das? Ja, das ist eine Schafsherde. Schafsfarm. Ja, da war auch zwei Türme, also ich kann da auch nicht einfach so reinreiten. Das ist irgendwie so Kräftegleichgewicht hier gerade. Wenn ich nur Holz abbauen kann, dann sollst du das auch nicht machen, so. Oh, der hat irgendwie Bogenschützen, nämlich hier ganz schön Löcher. Ja. So, ich gehe jetzt aber schon mal in die dritte Stufe rein. Alter. Also Bogenschützen und Berittene sind irgendwie gegeneinander. Ah, doch. Ja, das ist ein ganz schönes Gemetzel, ja. Ja, das sieht schlimm aus. Mhm. Ja. Zumal die, ich glaube, ich habe die Römer, ne? Die haben keine Bogenschützen, wenn ich weiß, ne? Boah, da kommt aber viel Zeug an. Mhm. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, die dritte Stufe warten wir noch ab. Und dann gucke ich mal, ob ich dann kann ich noch eine Burg bauen. Und dann ist Feierabend für euch. Aber ich glaube, ich habe zu wenig Ressourcen. Ich brauche mehr Stein. Wollen wir handeln? Ach, nicht, vielleicht nicht. Ich habe keinen Marktplatz. Und ich glaube, ich mache das nicht. Dem Feind nicht. Also wenn es um Steine nur geht. So, was fehlt mir hier noch? Nahrung. Also ich habe Holz, ich habe Steine, ich habe... Was ist denn das? Metall oder sowas? Und ich habe noch irgendwie keine 30 Menschen in meinem Volk gehabt, so dass ich immer noch meinen Stab nicht aufbauen konnte. Was ist denn hier für ein Zweikampf gerade? So, ich bin jetzt in der nächsten Entwicklungsstufe. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt endlich mal, aber ich glaube, ich habe gerade... Und du hättest wirklich die Zeit stoppen sollen. Ja. Das glaube ich auch. Das wird die längste Genugfunds-Sendung. Die ist seit langem gar nicht. Aber wir sind schon mit den Gnus durch, wir sind mit der Applikation durch. Genau, also jetzt lassen wir es nur noch auslaufen hier. So, was habe ich denn hier? Army Camp kann ich bauen. Mhm. Der für das Schloss. Habe ich leider noch nicht. Bau mal das Army Camp hier. Jetzt geht's aber ab hier. Halla. Jetzt könnt ihr aber einpacken. So, und alles, was ich so an freien... Was macht denn der? Hinten habe ich noch einen verlassenen Reiter. Mhm. Ja, den schicke ich einfach mal da hin. Hier laufen auch Hühner rum in der Gegend. Ich glaube, wir müssen das dann in Zeitraffer schnappen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also unser Gequatsche dazu ist natürlich unverzichtbar. Wir teilen ja hier auch mehr wertvolle Fakten über das Spiel mit und so. Und kann mal jemand hier mit Ackerbau betreiben? So, mein Schloss baue ich jetzt auch. Also. Jetzt noch ein weißes Pferd. Das ist da, glaube ich, drin. Und ich habe wieder mal zu wenig Leute, die das bauen können. Das ist auch eher ungünstig. Tja, komme ich mal langsam klar hier. Ja, man muss auch den Gegner immer ein bisschen beschäftigen. Also jede freie Einheit, die gerade nichts zu tun hat, die muss irgendeine Aufgabe bekommen. Damit es hier... Das ist eine Drohung. Hier ist die Prato.
Umso schneller sind auch die Gebäude fertig. Man kann ja auch mehrere Leute hinschicken. So. Man kann auch so ein Feld von mehreren Leuten bestellen lassen. Das ist auch ganz gut. Das geht auch, ja. Gut, das habe ich jetzt einfach halt damit nicht gemacht. Wenn man genug Fläche hat, dann ist es egal. Ich glaube, das ist sogar nötig, um das voll auszunutzen. Mhm. Sonst hast du irgendwie Platz verschwendet. So, jetzt habe ich niemanden, der meine Schafe schlachtet. Das ist auch blöd. Völlig umsonst. Nimm doch, also da kann man doch auch mal für so eine Sache irgendeinen Schwertkämpfer oder so abstellen. Ja, genau, das ist toll. Ich glaube, das geht bei so anderen Spielen, das ist ja nicht so. Da haben die, also die Aufgaben sind hier nicht so klar verteilt. Also die können alle so ein bisschen was von allem machen. So, und ich baue jetzt mal von jeder Einheit, was so meine Army da bauen kann, da baue ich jetzt mal eins. Also für meine Ressourcen reichen. Damit wir mal eins einsetzen können. Was habe ich denn? Ich habe hier sogar schon ein paar Leute, die ich mal. Die sollen mal hier bei meiner Burg mitbauen. So, hier ist noch eine Ziege. Was kann man mit der machen? Da ist noch eine Ziege. Ja, man kann auch einfach sich die wilden Tiere irgendwie einsammeln und aufessen. Und das kann sich auch lohnen. Das heißt, man ist nicht darauf angewiesen, Ackerbau zu betreiben. Ja, ich glaube, es dauert länger. Irgendwann ist die ganze Karte abgegrast, sozusagen. Muss man sich halt so auf die Jagd konzentrieren, genau. Das ja, dann kann man keine Kriege mehr. Ja, okay. Ist ja, zum Glück ist es ja nur ein Spiel, ne? Ist nicht die Wirklichkeit. Sollte man auch immer wieder nicht vergessen. Wer vergisst sowas? Also. So. So. Dann benutze ich doch mal meine neuesten Errungenschaften. Obwohl, Tom ist ja noch weiter da vorne. Ja, ich war so ein bisschen zu offensiv mit meinen Krümeln, die ich hatte. Ich muss jetzt erstmal wieder aufholen hier hinten. Ah, ich glaube, ich habe was sehr, sehr Gutes gemacht hier. Was habe ich denn hier? Unpack. Genau, der kann jetzt gleich. Ah, das ist aber nett. Ich weiß, was ich habe. Wie nennt man diese Teile? Ein Katapult. Und mit dem kann ich jetzt hier mal gleich auf den Turm, der sich gerade aufstellt, hier manuell mal schießen. So, der lädt sich gerade auf hier. Der war noch zu weit weg. Schade. So, du kannst mal hier Hühner einsammeln. Aber ganz so einfach ist es nicht. Man muss dann schon ein bisschen strategisch vorgehen. Nicht so wie ich einfach mit Hau drauf Methode. Das ist dann auch nicht so. Das läuft, glaube ich, gar nicht so schlecht bei dir. Ja, ich habe einfach mal verdammtes Glück hier, wenn ich unter Druck bin hier. So. Ja, jetzt lohnen sich langsam die Felder, die ich vorhin eingerichtet habe. Jetzt könnte ich doch mal ein paar. Mal gucken, was man mit so einem Schwertkämpfer hier machen kann. Meine Mauer bauen, aber ich glaube, damit komme ich nicht mehr weit. Eine Mauer? Eine richtige aus Stein oder nur aus Holz? Nee, aus Stein eine. Okay. So, es geht. So, stehen noch Leute sinnlos rum. Gut, das sind sie da. Sogar so ein bisschen sinnlos rumstehen. Ja, bei mir ist jetzt auch so der Punkt erreicht, wo ich dann dem Ganzen nicht mehr so ganz folgen kann hier. Mhm. Den Überblick verloren. Einfach zu viel Leute, die was machen können. Genau, also man muss den irgendwie, sobald sie gebaut werden, sobald sie irgendwie aus dem Dorfhaus rausmarschieren, eine Aufgabe zuweisen und dann irgendwie schauen, dass die dabei bleiben. Sonst im Detail sich um jeden Arbeiter kümmern, um jede Arbeiterin. Funktioniert nicht. Ja, der hat Katapulte hier. Ja, und ich glaube, die können sogar mit Feuer schießen. Und das ist dann nicht schon sehr gut. Können sie auch Laser schießen? Ja, man kann bei jedem Gebäude dann auch immer die noch weiterentwickeln. Da gibt es hier unten noch so eine Teile. Und dann wird alles, was da dann rauskommt, noch besser. Ja, und ich glaube, sieht man auch richtig, wie die Flammen da einschlagen. Das finde ich gut. Ich habe jetzt schon zwei Katapulte. Ne? Mein Anlass ist aber, und dann mein einer Rambock ist noch erst unterwegs. Dein einer Rambock. Ja. Ich habe gerade Holzmangel. Ihr habt echt Glück.
Ich sollte die mal alle zum Müll schicken. So rumfliegen halt. Also ich komme langsam mal mit meiner Nahrung klar, das heißt, du hast vielleicht Pech. Aber in einer Woche ist das nicht gesagt. Ja, so. Ich würde sagen, ist gerade so spannend, jetzt, aber. Ja, eigentlich ist es gerade spannend, aber. Ihr habt so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wie weit man es treiben kann. Wie detailverliebt das Spiel halt wirklich ist, das ist das Krasse hier. Das hatte ich so noch nicht, in der Form gesehen. Ich nehme an, mit einer Beta-Version vielleicht noch eine Entwicklungsstufe irgendwann dazukommen oder mehrere. Wer weiß, wo das Spiel noch hingetrieben wird. Ich meine, das heißt 0AD. Ne? Das lässt ja eigentlich alles offen. Und ja. Ja. Machen wir die Kamera mal aus, aber wir zocken noch weiter. Ja, jetzt zocken wir mal. So, hier, ich hab hier noch den einen Schachzug muss ich hier noch machen. Guck mal, was jetzt hier noch gesagt wird. Genau. Und ja. Das lassen wir jetzt mal so ausdingsen. Ja. Schön. Viel Spaß noch. Tom aus Berlin, der hat ja gefragt, ob wir mal ein bisschen 0AD spielen können. Und nun hat er mich dabei besiegt. Ja. Jawohl. Aber wir haben natürlich auch noch eine Frage an euch. Mal eine ganz andere Frage, hat nichts mit Spielen zu tun, sondern mit der Privatsphäre im Internet. Also was tut ihr genau dafür, um ja, sicher unterwegs zu sein? Also ihr könnt so die Tricks, verschiedene Passwörter in verschiedenen Browsern auf verschiedenen Webseiten zu verwenden. Das ist was wir auf jeden Fall machen. Ich achte darauf, mich irgendwie möglichst immer bei Google und YouTube und auf irgendwelchen Webservices auszuloggen, damit halt die Session-Cookies nicht erhalten bleiben für irgendwelche Buttons, die da eingeblendet werden. Aber so richtig viel, muss ich zugeben, tue ich eigentlich auch gerade nicht. Gibt ja auch viele Sachen, die ich mal ausprobiert habe, einen Tor-Relay und mich damit zu verbinden. Das war dann irgendwie dann doch zu viel für einen Raspberry Pi, habe ich dann irgendwie wieder verworfen. Also gar nicht so richtig genutzt. Aber die Frage ist, wie viel muss man halt wirklich, muss man tun für sich selber? Muss man tun, natürlich, ja, ist noch eine ganz andere Frage. Aber was genau, wir wollen uns weniger schlecht fühlen. Was tut ihr? Okay, das war's dann auch erstmal. Wir warten auf schöne Antworten von euch und vielleicht auch neue Fragen, die wir wieder in der Sendung vorstellen können und freuen uns aufs nächste Mal. Genau, nach so einer langen Sendung haben wir jetzt Feierabend. Tschüss. Also wir werden nochmal ein bisschen freie Künstler vorstellen. Wir werden nochmal anfangen. Okay. Multimedia, was hatten wir? Zocken. Und Spielen. Zocken, ja, genau. Ich dachte, das fällt dir einfach so ein. Nee, fiel mir nicht einfach so ein. Schade. Hast dich ganz schön versabbelt am Ende. Mach mal schnell leicht gesprochen.